Entschuldigung, kann ich dich mal ganz kurz was fragen? Ob man Wasser verdünnen kann? Ja, servus Leute, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Zwar guckt mal hier, wo ich hier wohne. Waffen verboten, alles klar, mein Bruder. Da weißt du Bescheid. Das heißt für mich, hier darf ich nicht mehr rein. Wenn ich hier meine Waffe auspacke, dann bist du hier gleich festgenommen. Ja, Waffen verboten, das gibt es auch nur in Leipzig. Schild habe ich sonst noch in keiner anderen Stadt gesehen, aber hier erstmal schön. Gib ihm, Waffen verboten. Ja, was ich heute mit euch vorhabe, schaut mal, und zwar habe ich mir hier schön auf dem Handy ein paar Fragen ausgedacht hier. So, und zwar hier, kann man Wasser verdünnen? Warum sind Möhren orangener als Orangen? Und hier habe ich noch eine, gibt es in einer Teefabrik Kaffeepausen? Das sind Fragen, die mich beschäftigen. Die habe ich hier mal niedergeschrieben und ich werde mal mich hier umschauen und gucken, ob hier irgendwo jemand ist, der mir diese Fragen beantworten kann. By the way, ist das hier? Ist das der Papa oder was? Hauptsache hier schön unbefristet. Eberhard Schwerbehindertenausweis. Alles klar, hat sich auf jeden Fall hier schön Primark gegönnt. Geiles Teil. Läuft bei ihm auf jeden Fall. Rost ist auf jeden Fall schön am Start. Ja, wir werden heute hier aber mit dem Schätzchen fahren. Da Eberhard, da muss noch ein bisschen warten. Vielleicht können wir uns das Teil ja irgendwann mal ausleihen. Damit mal durch die Stadt fahren. Das schmeckt bestimmt auch ganz lecker. Auf jeden Fall gehen wir jetzt hier mal auf die Street. Let's go. So, die meisten Leute haben halt Feierabend. Das heißt, die Straßen werden auf jeden Fall gut gefüllt sein. Und wir schauen mal, ob wir hier was Schmackhaftes finden. Oh, ist Durchfahrt verboten. Ansonsten bedanke ich mich sehr bei eurem Support. Finde ich echt mega nice von euch. Mega nice. Herzlichen Dank schon mal dafür. Teilt das Video gern, wenn es euch gefällt. Würde mir echt mega helfen. So, schaut mal hier. Sie kann ich doch mal was fragen. Dann drehen wir mal hier rechts ran. Nein. It was at this moment he knew. He fucked up. Nein. Oh nein. Sie hat mich bestimmt gerochen und ist dann auf Alibi. Locker auf Alibi erstmal rechts in das Haus rein. Die wohnt da bestimmt nicht. Oh Mensch. Oh, das bricht mir doch schon wieder das Herz. Da habe ich jemanden und kann ihn nicht fragen. Was ist da los? Was ist da los? So, hier haben wir doch rechts ein nettes Mädchen. Das beantwortet mir doch ganz sicher meine Frage. Entschuldigung, kann ich dich mal ganz kurz was fragen? Und zwar, ich wollte mich fragen, warum es in einem Teehaus, ob es da auch Kaffeepausen gibt. In einer Teefabrik, ob es da auch Kaffeepausen gibt. Really, nigga? Weil es gibt ja eigentlich nur Tee, ne? Nimmst mich auf? Ja, alles klar, mach's gut, ciao. Das hat ja schon mal sehr gut geklappt. Wir gucken mal, ob eine andere vielleicht die Frage beantworten kann. Aber sie war nett, sie hat zumindest gelacht. Es war zwar eine bescheuerte Frage, aber gut, was soll's. Aber sie hat es gleich gecheckt erstmal, ja. Sie hat es erstmal gleich gerafft. Was macht er hier, mein Bruder? Lässt mich schon noch durch. Oh nein! Oh nein! Jo, auf jeden Fall ordentlich frische Haare, Alter. Die hat mal einen richtig geilen Style. Das kriegt man auch hier nur in Leipzig, meine Freunde. So, wenn wir die nächste Kandidatin oder den nächsten Kandidat suchen. Auf der Street, mitten im Ghetto. So. Schau mal, sie können wir doch gleich mal fragen. Halten wir mal hier rechts an, ganz höflich. Und fragen sie mal eine Frage. Woher lässt sie noch ihren Müll entsorgen? Kann ich dich mal kurz was fragen? Entschuldigung. Kann ich dich mal ganz kurz was fragen? Und zwar, ich habe mich gerade gefragt, ob man Wasser eigentlich auch verdünnen kann. Ob man Wasser verdünnen kann. Okay. Okay. Dann halt nicht. Ich wollte dich dazu nur fragen. Oh Mann. Die denkt auch, ich bin bescheuert. Aber ich bin ja auch bescheuert. Aber diese Frage, die brennt mir halt einfach auf den Lippen. Ich habe halt im Chemieunterricht nicht ganz aufgepasst. Mit ihm hier links los, er fährt ein Rad. Alter Leute, hier ist was los.
Schaut, er fährt einfach mal ein Rad hier. Komm, ihn hier, ihn fragen wir noch fix. Der hat doch bestimmt eine Antwort. Der sieht sehr kompetent aus. Hier, hi. Ihr seht sehr kompetent aus, ja? Und zwar habe ich mich gerade... Boah, was habt ihr hier am Basteln? Was kaputt? Recht? Cool. Ja? Ach echt, also. Habt ihr was vor jetzt, oder was? Ja, ja. Ach echt, heute geht's los. Freitag ist. Hänger weg, oder was? Ja, okay. Aber wir pennen halt auch jetzt, ja. Geil. Weißt du, was finde ich geil? Kann letztens erst eingetroffen, der hat auch so einen VW-Wagen, weißt du, auch VW? Ja, ne, das ist so ein ähnliches Ding. Da pennt er auch immer drin. Also ist echt cool, ne? Mal irgendwann. Hier kann ich halt schlecht drauf schlafen, ne? Ja, gut, das stimmt schon, ne? Ja, was ich euch fragen wollte, ich wollte eigentlich fragen, ob ihr wisst, ob man Wasser auch verdünnen kann. Was? Ob man Wasser verdünnen kann? Man verdünnt ja mit Wasser immer, oder? Eigentlich schon, ja. Das ist halt eine Frage, also, die sind nicht verstanden, aber die Frage ist, ob man das auch verdünnen, ob man Wasser auch verdünnen kann. Man hat ja dieselbe Konsistenz, das ist immer noch flüssig, ist keine. Ich glaube nicht mehr. Da bricht dir nicht den Kopf, ja. Ich glaube, darauf gibt es auch keine Antwort, ja. Gut, dann lasse ich euch mal hier weiter werkeln, ja, und wünsche euch eine schöne Reise. Alles klar. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich mache jetzt nicht mehr viel. Ich fahre jetzt heim. Tschüssi, ciao. Die waren doch mal sehr nett, sehr gesprächig. Sowas finde ich geil, wisst ihr? Es sind grundlegend alle Leute einfach super nett, ja. Finde ich richtig, richtig nice. Entschuldigung, kann ich euch mal kurz was fragen? Und zwar, ich stelle mir gerade die Frage, warum Möhren... Okay, alles klar. Ihr alle, okay, dann macht's gut, ciao. Dann halt nicht. Sie möchte nicht gefilmt werden. Aber trotzdem konnte ich meine Frage jetzt nicht stellen. Denn eine Frage habe ich tatsächlich noch. Ich habe sie ja noch nicht mal gestellt bekommen. Aber ich werde ja auch jemanden finden. Ich schwöre es euch. Ich schwöre es euch, der mir diese Frage beantwortet. Ich habe noch so einige Fragen, Leute. Das könnt ihr wissen. Ich habe noch so einiges im Petto. Deswegen lohnt sich es auf jeden Fall, mich zu abonnieren. Ist ganz einfach. Ihr müsst nur auf den Abo-Button klinken. Und dann läuft der Hase auf jeden Fall. Ich möchte nicht gefilmt werden. Oh, der Sound, Leute, Alter, der Sound. Jetzt, hört hin. Oh, wow, geiler Sound, Alter. Wenn das so blubbert, ich find's geil. So, hier habe ich nochmal jemanden gespottet. Da können wir nochmal fix nachfragen. Sonst wird das hier nie was mit meiner Frage, ja. Ich muss ja hier auch erstmal jemanden finden, der mir die Frage kompetent beantworten kann. Entschuldigung, kann ich dich mal kurz was fragen? Und zwar folgendes. Ich habe mal eine Frage. Warum sind Möhren orangener als Orangen? Nein, das heißt doch nicht Schnauze! Vielleicht auch die Orangen, die kann auch grün sein. Ja, aber die Möhren sind ja orangener. Und die Orangen sind ja nicht so orange wie Möhren. Aber die Frage heißt ja orange, oder? Da kannst du mal drüber nachdenken. Alles klar, mach's gut, ciao. Tja, ich glaube, meine Fragen bleiben auf jeden Fall unbeantwortet. Wenn ihr eine Lösung habt für die Fragen, ey Leute, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin euch echt richtig, richtig nice dankbar, wenn ihr mir die Fragen beantworten könnt. Und das soll es für diese Folge auch gewesen sein. Lasst mir bitte auch ein Abo da und teilt das Video. Ach komm, macht einfach alles, was ihr wollt. Mir egal, komm, scheiß drauf. Macht, was ihr wollt. Und ja, wir sehen uns in einem der nächsten Videos, Leute. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.